Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe mich jetzt nochmal an dieser Stelle runtergedroppt bei diesem Löwenpisser. Und es hat endlich geklappt, ey. Dann bin ich wahrscheinlich beim letzten Mal einfach. Ach, Leute, ey, hört bloß auf, ey. Man muss alles erstmal lernen, so weißt du, mit Blut muss man erstmal alles bezahlen, weißt du, alle Erfahrungen in Souls. Souls spielen musst du erstmal mit Blut und Schweiß bezahlen. Verzieht euch, ihr Mistviecher. Mann, heiliger Talisman. Aber da hätte ich mich einfach, warum habe ich mich nicht einfach dort mal früher runterdroppen lassen, sondern an irgendeiner anderen Stelle. Aber ich glaube, ohne eine Glut hätte ich das auch gar nicht überlebt. Naja, ist auch egal, Leute. Ich wollte jetzt hier nochmal abchecken. Ich wollte unbedingt mal hier endlich zu dieser Alten kommen. Denn langsam wird es mal Zeit, dass wir die abchecken. Was das denn für eine ist. Oh, who is there? Someone there? Anyone? Oh, please. Whoever you are, touch me. The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures. They never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Okay, so eingeladen wurde man auch noch nie von der Frau. Alles klar. Los geht's mit dem Begrapschen. Oh, yes, there you are. So close indeed. And I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh, forgive me. I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion, then. I am weak and unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Oh, thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Okie dokie. Ja, dann ist sie wohl jetzt in meinem Club drinne. Was sagt der Typ hier dazu? You've gone and rescued. How very. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. What's the matter? I am allied to you for as long as you assure the girl. And only for. What's an. Du denkst auch, du könntest mich schlagen, oder? Eigentlich, alleine dafür müsste ich die eigentlich mal angreifen. Wahrscheinlich erscheint er dann. Das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Boah, alter Schwede. Wenn man die jetzt platt machen würde, würde der wahrscheinlich erscheinen und sie versuchen zu rächen. Aber er muss ja von irgendwo wahrscheinlich den Auftrag bekommen haben, die zu beschützen oder so. Okay. Wir brauchen den Bogen, Leute. Wir brauchen den Bogen. Ihr habt gesehen, vielleicht, ich habe mal mir einen neuen Zauber geholt. Zauber, sage ich schon. Neue Pyramentie-Sache. Das hört sich besser an als Zauber. Pyramentie-Sache hört sich noch geiler an, finde ich. Und zwar ist das starkes Schwitzen, was gegen. Was, warte mal, was ist denn das nochmal eigentlich? Wo kann ich das nochmal gucken? Genau da. Zauberei-Slots. Wie geht es nochmal? Wie kann ich da nochmal zugreifen? Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall hat das. Erhöht es alle Resistenzen. Alle Werte. Nee, erhöht es die Werte gegen alle. Es erhöht die Resistenz. Ach komm, leck mich am Arsch.
Ich bin zu dumm. Warte mal, wo ist denn das? Wie kann man denn nochmal da zugreifen, so locker flockig? Hier, mein Gott, ey. Hier, erhöht vorübergehend alle Resistenzen. So rum. So wird ein Schuh draus. Scheißdreck nochmal. Ich bin einfach zu dumm. So, okay. Also. Ich dachte, das könnte mir vielleicht den ein oder anderen Ass-Rape weniger bereiten, mich davor schützen und so. Ein Schlag, schwerer Edelstein. Davon habe ich immer geträumt. Kleine Titanitscherbe, auch davon habe ich geträumt. Auch davon habe ich geträumt. Was ist das hier? Schon wieder nur ein little graphic bug oder was? Ja gut, Leute, dann haben wir doch wenigstens das hier auch mal abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, wo man hier rauskommt. Hey, warum bist du schon angeschlagen? Warum hat denn der schon Schaden kassiert? Bleib liegen! Bleib liegen! Willst du dich nochmal aufbauen? Bleib liegen! Bleib liegen! Bleib liegen! Bleib liegen! Hört ihr nicht? Ach ja, ihr habt ja gar keine Ohren mehr. Ihr könnt ja gar nicht mehr hören. Okay. Hier habe ich aber alles mitgenommen, oder? Ja, alles klar. Rotgriff helle Bade. Alter Schwede. Bist du feindlich? Achso, du bist eine scheiß Statue. Lendentuch. Oh shit! Geil, Mann, das werden wir direkt mal anziehen. Es wurde nicht gesündigt. Du bist nicht verflucht. Ah! Ah, okay. Also kann man sich hier auch. Ah, cool, das ist ganz geil. Also, wenn das natürlich immer noch so funktioniert wie im ersten Teil, also. Zur Erklärung natürlich immer nur für die Leute, die gar nichts wissen, neu, für die alles neu ist. Man kann sündigen, indem man beispielsweise NPCs angreift. Und ach, jetzt bin ich hier wieder. Ja, man kann sündigen, indem man beispielsweise NPCs angreift. Und die werden dir das nicht vergessen. Wenn du sie tötest, sind sie sowieso weg. Die sind komplett weg für den Spielstand. Du kannst ja auch in diesem Spiel nicht so speichern, dass du nochmal irgendwie alles von vorne machst oder ab einem gewissen Speicherpunkt oder so. Das geht hier nicht in diesem Spiel. Was natürlich sehr geil ist, meiner Meinung nach, weil du musst halt damit leben, was du anrichtest. Allerdings, wenn du nur einmal aus Versehen auf die einschlägst und die sauer sind auf dich, das wird auch nicht weggehen. Das wird so lange bleiben, bis einer von euch tot ist. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man dann, wenn man das getan hat, hier einfach seine Sünden, sich von seinen Sünden befreien. Und dann sind sie nicht mehr so oft. Ich glaube, so war das. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich muss dazu sagen, ich habe in Souls 1 nie so auf irgendwelche Leute eingekloppt. So, dass ich das gebraucht hätte. Hey! So. Jetzt laufen wir jetzt zurück. Eine Sache will ich noch mit euch austesten. Das habe ich nämlich auch schon angesprochen, als wir da vorbeigelatscht sind. Allerdings habe ich es noch nicht so richtig getestet. Ich muss es für mein Gewissen, muss ich das kurz abhaken. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und vielleicht ist da tatsächlich was oder halt auch nicht. Es ist halt,
Das ist halt so ein Ding, wo ich mir vorstellen könnte, da ist vielleicht was. Mal gucken. Und wenn wir das geschafft haben, dann würde ich sagen, gehen wir ganz normal einen Weg weiter. Ich weiß allerdings noch nicht wo. Wo waren wir? Was hatten wir denn für Wege noch unten, wo wir beim letzten Mal aufgehört hatten? An diesem Sumpf, feuersumpfartigen Gewölbe jetzt. Und wo war denn der andere Weg? Der andere Weg war doch Arno Londo irgendwo, oder? Ne, das hatten wir. Jorm der Riese, hier muss auch noch irgendwo was sein. Ach ja, 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 ich weiß wieder wo. Bei der alten. Hey, wieso nicht? Achso. Ich muss es einfach testen. Ich habe euch erzählt, dass wir hier wo wir hier vorbeigelaufen sind, dass man beim ersten Teil hier durch konnte irgendwie. Ich glaube, man musste irgendwie da ein Item ablegen oder Item haben oder so, aber vielleicht ist hier auch einfach eine unsichtbare Wand oder so. Tatsächlich, ohne Scheiß. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man da sonst drauf kommt. Also natürlich, klar, wenn du jede scheiß Wand abschlägst. Warum habe ich das beim ersten Mal nicht gemacht? Sag mal, was ist denn los, Alter? Ich sag's auch noch, da ist ein Weg. Da ist einfach ein Weg gewesen. Beim ersten Teil. Warum probierst du denn nicht? Alter Schwede, nee. Hier war nämlich ein Bossfight eigentlich. Hier war eigentlich mal ein richtig heftiger Bossfight. Blechhelm, Blechrüste. Alter Schwede. Nice. Irgendwas höre ich. Okay. Sind das Blumen? Das sind Blumen. Irgendwie. Okay. Irgendwie, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt gedacht, dass hier irgendwie mehr drin ist. Tja. Dann wohl nicht. Dann wohl nicht. Da war er. Ist da echt sonst gar nichts drin? Das kommt mir irgendwie ein bisschen spanisch vor. Okay. Tja. Oder ich habe schon wieder irgendwas übersehen oder sowas. Oder vorher versaut oder noch nicht aktiviert. Man weiß es halt nicht. Man weiß es nicht. Ist halt so. Ist halt so, wenn man blind spielt. Ist halt so. Aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn da sonst vielleicht bei dem einen oder anderen noch ein bisschen mehr wäre. Auch da, wo du die Treppen hochgehst, als wenn da irgendwie jemand vielleicht sogar auf dich warten könnte, sitzen könnte, liegen könnte oder sonst was. Hören Sie bitte auf.
Hören Sie bitte, hör mal auf hier. Bossfight? Was zum Teufel macht hier so Geräusche? In meine Fresse. Bossfight? Komm, Bossfight, los geht's. Moment. In meine Fresse rein. In meine Fresse rein. Alles klar, Bossfight. Ich gehe natürlich erstmal alleine rein. Okay. Weg, 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 weg! Oder auch nicht! Ja, natürlich. Es kommt nur noch von hinten nach vorne, oder was? Oh shit, holy shit, motherfucking shit! Geh nach Hause, Junge. Geh nach Hause. Alles klar, Junge. Ach, komm. Ist hier noch jemand? Hallo, was geht? Was geht? Hallo? Juhu! Naja. Ach ja, easy going. Capra Demon. Hieß er die Capra Demon? Ich komme immer noch nicht auf den Namen, Alter. Was ist hier los, Mann? Der war ja... Was war das denn für ein Furzgesicht? Jetzt mal ohne Scheiß. Capra Demon, Alter, hießen die, glaube ich. Und diese Viecher, die fetten Dinge. Was ist hier los, Alter? Was ist denn hier passiert? Sag mal. Das ist zu geil, einfach. Es ist zu geil. Ohne Ende hier aufgetürmt, wie so, keine Ahnung. Ja. Tja. Da hat man aber am Ende wieder gemerkt, dass dieser typische, dieses typische noch Einschlag kann ich nur setzen, das wäre fast mehr zum Fängnis geworden. Ach, das macht die Geräusche. Okay. Okay. Wow, let's go, Mann. In mein Fresse rein. Ich glaube. What the fuck, Alter? Boah.
Alter Schwede. Ich glaube, irgendwie sollen wir da noch nicht lang. Da liegt schon ein Item, was ich haben will. Renn einfach durch, Marcel! Tu es, tu es, tu es, tu es, tu es! Rolling! They see me rolling! Oh, scheiße! Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Lauf, 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 lauf! Wir müssen diesen verkackten scheiß Turm ausschalten. Der nervt so heftig krass. Okay, da geht's weiter. Ey, da sind so viele Items, wa? Ach du Scheiße. Zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Warum sitzen hier irgendwelche Skelette? Das ist natürlich nicht sonderlich einladend. Okay. Verwaiste Gruft sind wir jetzt. Okay. Okay, wir gehen zurück, leveln natürlich auf. Kurz mal. Ah, ich will ja auch, Leute, das ist alles einfach, es ist einfach zu geil, dieses Spiel. Es ist einfach zu geil. Wir sind so, also ich weiß gar nicht, wie viel Spielzeit ich habe. Jetzt wirklich richtige, echte Spielzeit. Ich weiß es nicht. Ist nicht überblickbar. Very well. Then take no- für mich. Was nehme ich denn jetzt? Ach komm, machen wir, lass mal keinen Eindruck mehr. Farewell, Ashen One. Können wir uns jetzt richtige Handschuhe leisten? Oder richtige Schuhe leisten? Nein, ein bisschen fehlt noch. Dann hätten wir die komplette Ausrüstung von dem. Scheiße. Ashen One. Warte mal, lass mich raten. Die Alte ist bestimmt hier hinten, oder? Jo, dann können wir ja mit der nochmal zum Abschluss reden. Oh, Champion of Ash, I was not meant to be a firekeeper, but I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. I am yours now. Your wish is my... Alter Schwede, die willst ja richtig übel. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. These are dark tales of things that lurk deep within men. These stories would not please you. Of course, if you insist, only... Oh,
They frighten me so. The little creatures that nibble at me in the darkness. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, only I'm terribly sorry. But you'll have to find me a divine tome in Braille. Ja gut, wir sind ja nicht der Zaubertyp und auch nicht der Wundertyp oder sowas. Deswegen ist das nichts für uns. So Leute, ich würde sagen, das war's dann an dieser Stelle. Ich danke fürs Zusehen, wir haben nebenbei einfach mal einen Boss gelegt. Pff, gar kein Problem. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir hören uns, haut rein und tschüss.